Unsere Band Good Habit, danke für die musikalische Eröffnung. Wir freuen uns, dass ihr uns durch den Nachmittag begleitet. Und damit herzlich willkommen zu den Dr. Hans Riegel Fachpreisen im Jahr 2021. Wir freuen uns, Sie hier in Präsenz begrüßen zu dürfen. Und ein ganz herzliches Willkommen geht erstmal Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, denn Ihnen gilt ja heute dieser Tag und Ihren herausragenden Arbeiten, die wir hier prämieren. Begrüßt sollen sein, aber auch die Gutachterinnen und Gutachter, die sich im Vorfeld mit insgesamt 126 eingereichten Arbeiten auseinandergesetzt haben, mit viel Herz, Leidenschaft, kritischem Auge und sie heute zu den Besten ihrer jeweiligen Fächer bestimmt haben. Begrüßt sind auch Sie da hinten, hallo, alle betreuenden Lehrkräfte, die heute auch mit dabei sein dürfen, die Vertreterinnen und Vertreter der Schulen, auch Sie seien herzlich begrüßt. Die Dr. Hans Riegel Fachpreise werden in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Corona-Edition verliehen. Das heißt, wir müssen ein paar Dinge beachten, auf die ich gleich noch mal ein bisschen genauer eingehe, aber vielleicht ein paar Dinge vorab. Sie dürfen, solange Sie an den Plätzen sitzen und sich nicht durch den Raum bewegen, die Masken abnehmen. Ah, ich höre ein Ah. Also, solange Sie am Platz sitzen, sich nicht durch den Raum bewegen, dürfen die Masken abgesetzt werden. Jede Person, die sich durch den Raum bewegt, muss die Maske aufsetzen, bis er oder sie am Ziel angekommen ist. Dann darf die Maske wieder abgesetzt werden. Die Bühne wird von Ihnen gesehen rechts betreten und bitte links verlassen. So viel vielleicht schon mal für den Einstieg. Bevor ich Ihnen den weiteren Ablauf später erklären will, bitte ich jetzt erstmal Herrn Professor Dr. Sandmann für ein Grußwort auf die Bühne. Herr Professor Dr. Sandmann ist der Prorektor für Studium und Lehre an der Universität Bonn. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Nils. Nach einem so tollen Auftakt von Good Habits das Wort zu ergreifen und noch zu begrüßen, wo doch jeder denkt, lassen Sie doch noch ein Lied singen und dann haben wir das hinter uns, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz möchte ich das, weil es mir auch eine große Freude und auch ein Anliegen ist, Sie heute zur feierlichen Preisverleihung der Dr. Hans Riegel Fachpreise im Namen des Rektors unserer Universität, Michael Hoch, zu begrüßen. Im Zentrum der Preisverleihung stehen die Preisträgerinnen und Preisträger, von meiner Seite aus gesehen rechts, von Ihrer Seite aus gesehen links, die halt eben als Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Schulen in Bonn und Rhein-Sieg-Kreis Facharbeiten eingereicht haben zur Begutachtung für eben die Beurteilung durch Kolleginnen und Kollegen an unserer Universität. Die Dr. Hans Riegel Fachpreise werden an der Universität Bonn seit 2007 in 6 Fächern vergeben, nämlich den kurz gesagt MINT-Fächern. Ausführlich ist es in diesem Fall Biologie, Geographie, Mathematik, Chemie, Physik und Informatik. Die Reihenfolge war also ein bisschen anders als die Abkürzung. Ausgezeichnet werden besonders herausragende Facharbeiten, die von Schülerinnen und Schülern der 11. oder 12. Klasse an Gymnasien oder Gesamtschulen angefertigt wurden. In jedem Fach gibt es 3 Gewinner oder Gewinnerinnen, also insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler, deren Facharbeiten prämiert wurden, werden wir im Laufe dieses Nachmittags hier oben auf der Bühne sehen. Der Zeitraum von der ersten Idee der Verleihung dieser Preise bis zum heutigen Tag umfasst, wenn man das mit den Fingern oder wie auch immer abzählt, 15 Jahre. Der Beginn liegt aber natürlich ein bisschen davor. Heute ist es die 15. Verleihung an der Universität Bonn. Mittlerweile hat die Dr. Hans Riegel Stiftung die Idee
verbreitet und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben Sie es mir gerade gesagt, an 21. Sie nicken, danke, ich habe die Ziffer gut noch im Kopf gehabt, 21 Universitäten in ganz Deutschland und Österreich. Es ist mir deswegen auch eine große Freude und Ehre, den Vorsitzenden der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, Herrn Dr. Reinhard Schneider, ganz herzlich zu begrüßen und ihm für sein Engagement ausdrücklich zu danken. Seien Sie herzlich willkommen in der Aula unserer Universität. Die Bedeutung und der Stellenwert der MINT-Fächer für unsere Gesellschaft mit einer derartigen Preisverleihung in das Zentrum zu rücken, ist eine Aufgabe, die ein nachhaltiges und dauerhaftes Engagement verlangt. Einmalig würde so etwas kaum eine Wirkung haben. Hierfür gilt mein Dank nicht nur dem Vorsitzenden der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, sondern auch ganz explizit dem gesamten Vorstand. Und umso mehr freue ich mich, dass Frau Professor Irmgard Henseler den weiten Weg von Koblenz, haben Sie mir gerade gesagt, nach Bonn auch meistern konnte, angesichts all dieser Baustellen, die auf dem Weg hier sind. Und ich freue mich, dass Sie hier angekommen sind. Herzlich willkommen in unserer Universität. Der Erfolg und die Bedeutung der Preisverleihung beruhen auf dem Engagement sehr vieler, die ihre Zeit, ihr Wissen, ihre Faszination über eine lange Zeit einbringen müssen. Ich denke hier vor allem zunächst an die Lehrerinnen und Lehrer, die Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, begleitet, motiviert und während eines doch durchaus längeren Zeitraums, den ich als Vater von drei Kindern, die das auch gemacht haben, auch ein bisschen beurteilen kann, unterstützt haben. Hierfür Ihnen in Ihrer Verantwortung der herzliche Dank von der Universität. Herzlich willkommen. Es ist offensichtlich, dass für eine nachhaltige, erfolgreiche Umsetzung dieser Idee der Preisverleihung es eine tragende Unterstützung, verzeihen Sie diese grammatikalisch sehr zweifelhafte Übertreibung, aber es bedarf der Unterstützung der Schulleitungen, denn dies ist eine notwendige Voraussetzung für einen derartigen Erfolg. Ich freue mich deshalb auch ganz besonders, dass die verantwortlichen Schulleitungen derjenigen Schulen, die ihre Schülerinnen und Schüler hier nachher auf der Bühne sehen werden, hier in unserer Aula anwesend sind. Herzlich willkommen in der Universität Bonn. Wie ich eben schon sagte, und der Nils hat es, glaube ich, auch schon erwähnt, werden die Preise seit 2007 in den genannten 6 Fächern an der Universität Bonn vergeben. Mein herzlicher Dank gilt an die Fachgutachterinnen und Fachgutachter der Universität Bonn, die in den 6 Fächern die Arbeiten begutachtet haben. 127, hatten Sie gesagt. Auch dafür danke ich Ihnen sehr herzlich, auch im Namen des Rektorats. Und ich denke, meine Kollegin, Prorektorin Annette Schersoy, kann das auch beurteilen von der Arbeit her. Und ich darf auch in deinem Namen sprechen. Also herzlichen Dank für Ihr Engagement an dieser Stelle. Bevor ich nun die Bühne verlasse, keine Unruhe, Herr Nils, möchte ich auch mit ein paar vielleicht überraschenden Gedanken, vielleicht ist es auch nur ein Gedanke, diese Begrüßung abschließen, die letztendlich dazu dient, die Wertschätzung und die Bedeutung, die diese Preisverleihung für unsere Universität hat, etwas in den Vordergrund zu bringen. Wie kann man so etwas tun? Das ist schwierig angesichts von wenigen Minuten, die einem zur Verfügung gestellt werden. Ich habe Ihnen deshalb was mitgebracht und bitte mal darum, dass dieses Bild, was ich mitgebracht habe, oben gezeigt wird. Das Bild gibt es auch in einer, richtig rumzudrehenden Fassung, die so aussieht, hat dann also eine etwas kleinere Größe. Nun werden sich sicherlich viele fragen, ich kann das gerade mal weglegen,
Was soll das? Warum und was ist der Hintergrund? Versuche mal diese drei Ws ein bisschen zu erklären. Wo ist das? Also die meisten werden es sofort vielleicht erkannt haben. Wer von der sogenannten Schelsig öfter mal in die Stadt Bonn fährt, muss über die Kennedy-Brücke fahren. Und das Foto ist natürlich von der Kennedy-Brücke aufgenommen worden, und zwar von der Seite im Rücken den Adenauer Platz, also von der Seite, in die der Rhein fließt, also Richtung Köln. Es zeigt uns im unteren Teil, was vielleicht nicht so besonders wichtig erscheint, die Gleise. Daneben gibt es das kleine Kranengebäude der Universität Bonn, der Stadt Bonn, also die kleine Schwester der vielen oder drei Kranenbauten in Köln. Und dann die vier Türme, die letztendlich, wir hatten das ja auch schon am Anfang auch gesehen, oft die Bonner Universität sofort als Symbol signalisieren. So weit, so gut. Warum ist denn das Bild entstanden? Das Bild ist nicht entstanden für den heutigen Tag. Es ist entstanden, weil ich als Prorektor öfter natürlich mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen der Universität zusammenarbeiten darf, die nicht im Bereich der Wissenschaft tätig sind. Und in einem solchen Gespräch berichtete mir der Mitarbeiter, dass er jeden Tag mit der S-Bahn, der 66, zur Arbeit, die sich, seine Arbeitsstätte befindet sich hier in diesem Gebäude im Juridikum, fährt. Und er hat ein paar Bilder gesehen, die ich so ein bisschen bearbeitet hatte, und sagte, naja, wenn ich da so rüberfahre, für mich ist das dann immer so nach über 20, 30 Jahren der Tätigkeit in dieser Universität, der Weg zu etwas mir Bekanntem, eigentlich in einer gewissen Weise zu etwas, was auch mein Leben mit beeinflusst hat, nämlich diese Universität. Also als sehr handgreiflich und auch sehr emotionales Gespräch hat sich da ergeben. Und im Rahmen dieses Gesprächs hat er gesagt, machen Sie doch mal ein Foto, was das widerspiegelt. Und auf diesem Foto sollten die Gleise sein. Und deswegen sehen Sie die auch im Vordergrund. Und das ist das Ergebnis. Nun, was hat das mit dem heutigen? Jetzt habe ich Ihnen ja schon gesagt, wo das ist und warum das Bild entstanden ist. Das ist also eigentlich ein Arbeitsweg. Was hat es mit dem heutigen Tag zu tun? Nun, bei Fotos oder Bildern ist immer die Frage, was steht wo? Das ist eine entscheidende Größe, und wir meinen ja oft, das, was in der Mitte steht, das ist das Entscheidende. Die meisten Menschen von uns sind sehr auf eine Richtung, weil sie eben Rechtshänder, einige von uns, auch einer meiner Söhne ist ein Linkshänder, sind, aber wir schauen immer ganz gerne erst so nach rechts. Also die Mitte ist oft etwas, was wir gar nicht so in den Fokus setzen. Das heißt, die Geschichte dieses Bildes beginnt eben auch nicht in der Mitte, sondern sie beginnt mit dem, was von der rechten Seite zur linken geht, nämlich die vier Türme. Ja, es geht darum, die Universität in irgendeiner Form zu erfassen. Nun, für Menschen, die nicht hauptsächlich in solchen Kontexten arbeiten, sind es hauptsächlich Gebäude. Und da hat die Universität Bonn natürlich einen Fund mit ihrem Hauptgebäude, in dem wir uns ja jetzt befinden, was andere Universitäten so nicht besitzen. Ja, das ist sozusagen ein kleines Geschenk. Viele andere haben auch Gebäude und benutzen die auch immer wieder. Nun haben wir auch mal eine Umfrage gemacht unter unseren Studierenden, was ist denn sozusagen das Symbol, wofür steht die Universität, können wir das Schloss verkaufen? Und da kam sofort ein Aufschrei, ja, um Gottes Willen, nicht nur von den älteren Kollegen, sondern von fast jedem. Das Schloss ist das Symbol der Universität, aber es ist kein zurückgewandtes Symbol. Wenn wir sie genau hingucken, stehen da zwar vier Türme, aber worauf die stehen, das sehen wir gar nicht. Ja, wir haben also keinen Eindruck, worauf die stehen. Dafür gibt es aber etwas, so, was wir normalerweise nie so richtig sehen, nämlich einen wahnsinnig dominanten Himmel. Und der ist nicht rein zufällig rot oder rötlich. Ja, ich habe eben meinen Kollegen, den Dekan der medizinischen Fakultät, ja auch begrüßen dürfen. Ich denke mal, Bernd, du wirst sofort an Blut denken, und ich Blut würde ich jetzt mal als den Lebenssaft ansehen. Wo kommt der denn her? Wie wird er denn getragen? Und dann sind wir beim heutigen Tag. Denn das ist nicht durchgehend rot. Da gibt es ein paar Einschüsse drin oder Einschüsse, die weiß oder silbern sind. Das hängt ein bisschen von der Übertragung ab, wie das Bild dann da oben erscheint. Und das heißt, das wird sich laufend verändern. Da gibt es auch dadurch letztendlich eine angezeigte Dynamik in diesen
Bild drin. Wolken hatte ich nicht, die ich einfärben konnte, also waren es in dem Fall diese Striche, die eine Dynamik darstellen. Und diese Dynamik kommt, und jetzt muss ich wieder zurück zu meinem Text, eben aus der Faszination, der Motivation, der Neugier und dem Wissensdurst, aber auch der Offenheit gegenüber Neuem, die die Menschen, die diese Universität darstellen. Es ist nicht das Gebäude, was wir meinen, sondern die Menschen und ihr Tun und Handeln bilden. Und dazu haben Sie mit Ihren Arbeiten beigetragen. Die Gutachter mögen andere Kriterien gehabt haben, weswegen eine Arbeit Platz 2, 3, 1 oder nicht heute genannt wird. Aber für die Wissenschaft an sich sind es diese Motive, die von Bedeutung sind für die zukünftige Entwicklung. Mit diesen etwas pathetischen Worten möchte ich dann schließen, habe aber noch einen kleinen Hinweis. Wer das als Erinnerung von den Preisträgern mitnehmen will, ich habe genau 18 Exemplare herstellen lassen von unserer Hausdruckerei. Sie können gerne eins mitnehmen. Am Ende haben wir es so gedacht, dass wenn die Gruppenfotos geschossen werden, dass wir dann halt eben die Möglichkeit haben, dass jeder von Ihnen so ein Exemplar mitnehmen kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Sandmann. Ich schließe mich den leidenschaftlichen Worten an, dieser herzlichen Begrüßung hier an der Uni Bonn. Und zu Recht, Sie sind ab heute Teil der Geschichte der Universität Bonn. Es waren ein paar gute Stichworte auch dabei. Wir werden tatsächlich auch in die Geschichte der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise ein bisschen einsteigen. Dazu aber dann später nochmal mehr. Zunächst bitte ich, wenn wir jetzt hier gleich durch sind, herzlichen Dank, Herrn Dr. Schneider natürlich, Herrn Dr. Schneider auf die Bühne als Vorstandsvorsitzenden der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Kein Problem. Vielen Dank. Herr Schneider ist eigentlich ein einfacher Name, den man sich merken kann, aber kommt auch schon mal anders. Liebe Gäste, zur 15. Preisverleihung, wir haben es ja vorhin gehört, hier in der Aula der Universität Bonn möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Es ist uns eine besondere Freude, dass wir heute hier sein können, denn es ist eine der wenigen Präsenzveranstaltungen, die wir in diesem Jahr haben und auch im letzten Jahr schon hatten, denn Corona-bedingt findet vieles nur virtuell statt. Und im letzten Jahr war das hier die erste Veranstaltung, die in der Aula stattfand. Das hat uns besonders geehrt. Die Universität Bonn, Sie haben es auch schon genannt, ist sozusagen die Keimzelle der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise, denn hier durch die Ideen von Frau Dr. Krugel sind sie entstanden. Und das Rektorat, immer vertreten durch den Rektor selbst oder durch die Prorektorinnen oder Prorektoren, lässt es sich nicht nehmen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und das ehrt uns sehr. Und in diesem Jahr darf ich Sie, Herr Professor Sandmann, ganz herzlich als Prorektor der Universität Bonn begrüßen. Ein besonders herzlicher Gruß gilt natürlich den Protagonisten der heutigen Veranstaltung. Das sind die Schülerinnen und Schüler, die ihre Facharbeiten eingereicht haben und die für würdig befunden wurden, heute einen der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise zu bekommen. Ich weiß natürlich, dass es nicht immer einfach ist, die Preisträger zu ermitteln. Und vor allen Dingen wurde mir oft gesagt, dass zwischen ersten, zweiten, dritten Preisen kaum eine Differenz besteht und dass es sehr schwierig ist, den ersten, zweiten oder dritten Preis zu vergeben. Herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich natürlich auch die Fachlehrer, die betreuenden Lehrer, auch die Freunde und die Familie, soweit sie mitkommen durften. Corona-bedingt ist die Zahl begrenzt, aber auch sie heiße ich hier herzlich willkommen.
Und natürlich können wir keine Fachpreise verleihen, wenn es die Gutachter nicht gäbe. Die Gutachter der Universitäten, hier der Universität Bonn, die Gutachterinnen und Gutachter, die die Fachpreise prüfen und letztlich die Preisträger ermitteln. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen auch Sie. Und nicht zuletzt noch einmal mein Gruß, mein Dank an die Frau Dr. Krugel und ihr Team, die nicht nur sicherstellen, dass diese Veranstaltung funktioniert, sondern die eben auch die Idee zu den Fachpreisen überhaupt hatte. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ja, wir leben in herausfordernden Zeiten. Die andauernde Corona-Krise, die unsäglichen Ereignisse in dem überstürzten Abzug der USA und der NATO aus Afghanistan und auch die Flutkatastrophe direkt vor unserer Haustüre. Wenn wir allerdings ehrlich sind, dann ist eine solche Aussage zu jedem Zeitpunkt möglich in der jüngeren Vergangenheit. Es gab immer regionale kriegerische Auseinandersetzungen, es gab die Kuba-Krise, es gab die Ölpreiskrise, es gab die letzte Finanz- und Wirtschaftskrise und auch wieder die Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Also es ist nicht etwas ganz Neues, was uns derzeit sehr berührt. Allerdings gibt es eine Krise, die uns schon seit Jahren begleitet und die uns auch noch viele Jahre begleiten wird und die erst in den letzten Jahren massiv in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen ist, und das ist die Klimakrise. Und da ist es insbesondere die Klimaerwärmung, und es steht außer Zweifel, dass die Menschen an dieser Erwärmung teilhaben. Denn das, was unseren Wohlstand in den vergangenen Jahrzehnten ausgemacht hat, der Verbrauch fossiler Energien, ob für Strom, Wärme, industrielle Prozesswärme oder die Globalisierung, überhaupt die Mobilität, dieses Pendel schlägt zurück, denn es ist verbunden mit einem Ausstoß von CO2. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, unseren Wohlstand zu erhalten, ohne fossile Energien zu verbrauchen. Und das geht nicht ohne präzise Kenntnisse aus den MINT-Fächern. Und damit schlage ich auch wieder den Bogen zu der heutigen Veranstaltung. Denn wir sind hier und Sie alle werden dazu beitragen können, mit Ihrer Arbeit die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten oder mehr noch die der Menschheit, denn letztlich geht es um uns, dem Planeten ist recht egal, ob er ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter ist, zu sichern. Bevor ich näher auf die heutige Preisverleihung eingehe, lassen Sie mich ein paar Worte zu unserer Stiftung sagen. Die Stiftung wurde von Dr. Hans Riegel gegründet, der gemeinsam mit seinem Bruder Paul das Unternehmen Haribo zu einem weltbekannten Unternehmen gemacht hat. Die Stiftung trägt heute seinen Namen. Und der Stifter Dr. Riegel möchte mit seiner Stiftung jungen Menschen helfen, ihr Leben selbstständig, verantwortungsvoll und zukunftsfähig gestalten zu können. Deshalb fördert die Stiftung die Bildung und die Forschung und Lehre nicht nur in den MINT-Fächern, aber insbesondere in den MINT-Fächern. Weitere Satzungszwecke sind die Förderung der Kunst sowie der Einsatz für mildtätige Zwecke. Aktuell haben wir im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe einige besondere Projekte ins Leben gerufen. Wir werden unterstützen den Aufbau von Schulen und Kitas entsprechend unseren Satzungszwecken. Aber wir werden auch bedürftige Menschen unterstützen oder haben das schon getan. Zu unseren großen und seit Jahren umgesetzten Projekten gehört die Fachpreisverleihung,
in Kooperation, Sie haben es schon gesagt, Herr Professor Sandmann, mit insgesamt 21 Universitäten in Deutschland und Österreich. Im letzten Jahr gab es über 1.300 Einsendungen. 250 Preisträger konnten wir küren und über 100.000 Euro allein an Preisgeldern ausschütten. Die Preisträger, natürlich auch die heutigen, sind zudem zu unserem Förderungsprogramm MINT-Tank eingeladen. Das nächste Highlight im Rahmen dieses Programms ist die Dr. Hans-Riegel-Akademie im September. Also es sind noch ein paar Plätze frei. Wer Lust hat, kann sich gerne anmelden. Seit 4 Jahren sind wir mit einem mobilen Bildungsangebot unterwegs, einem imposanten Science Truck. Auf 2 Ebenen und 100 Quadratmetern zeigen wir Exponate zur Mobilität und Ernährung der Zukunft, zu Kunststoffen aus Holz, zu Augmented Reality. Wir informieren über MINT-Studiengänge und auch über MINT-Berufe. Mit unserem Projekt aus der Kunstförderung, dem Projekt Walls of Vision, wurden wir in diesem Jahr mit dem Deutschen Kulturförderpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Aber lassen Sie mich jetzt zu unserer heutigen Veranstaltung zurückkommen. Die Beherrschung dessen, was in MINT-Fächern gelehrt wird, ist nicht nur Voraussetzung, die Klimaziele zu bewältigen, sondern überhaupt, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und damit ihre eigene Zukunft. Laut dem Präsidenten der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, benötigen wir eine Zuwanderung von 400.000 Menschen jedes Jahr, das ist ungefähr, entspricht der Stadt Mannheim, der Einwohnerzahl der Stadt Mannheim, um unseren zukünftigen Facharbeitermangel ausreichend zu begegnen. Mit Ihrer Facharbeit haben Sie soweit den richtigen Weg eingeschlagen und Ihnen winkt eine gute Zukunft, berufliche Zukunft, wenn Sie das denn wollen. 126 Schülerinnen und Schüler aus Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis, wir haben es schon gehört, nahmen an unserem diesjährigen Wettbewerb hier in Bonn teil. Einmal mehr stellt das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium mit 5 Preisträgerinnen und Preisträgern ein großes Kontingent. Nicht verwunderlich ist, dass 11 der 18 Preisträger von MINT-EC-Schulen kommen. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium stellte insgesamt 33 Preisträgerinnen und Preisträger in den letzten 15 Jahren. Das Beethoven-Gymnasium wären 11. Das Cusanus-Gymnasium und die Otto-Kühne-Schule sind in diesem Jahr erstmals mit Preisträgern vertreten. Auch meinen herzlichen Glückwunsch an Sie. In 6 Fächern der Biologie, der Chemie, der Geografie, der Informatik, der Mathematik und der Physik, also in der ganzen Bandbreite von MINT-Fächern, konnten wir jeweils 3 Preisträger auszeichnen, insgesamt 18. Das ist nicht immer so. Und wie immer sind es Themen, aktuelle Themen wie zur SARS-CoV-2 oder zur CO2-Emissionen, aber ebenso spannende Themen grundsätzlicher Natur wie der Einfluss der Musik auf den menschlichen Organismus oder die Ermittlung eines Siegers in einem fiktiven Kampf im Fach Mathematik werden als Facharbeiten abgegeben. Ich bin jedenfalls ganz gespannt auf die Laudationen. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern möchte ich zum Gewinn des Dr. Hans-Riegel-Fachpreises ganz herzlich gratulieren. Ich wünsche uns allen einen spannenden und unterhaltsamen Verlauf dieser Preisverleihung. Vielen Dank. Ja, es ist dann doch ein aufregender Tag. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Bevor wir mit der
eigentlichen Preisverleihung loslegen, gönnen wir uns noch eine kurze musikalische Auszeit und Good Habits spielen uns einen weiteren Song. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. If you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Vielen, vielen lieben Dank. So, der Moment, auf den Sie und ihr wahrscheinlich gewartet habt, ist gekommen. Wir starten mit der Preisverleihung und wie angekündigt gibt es ein paar Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Und ich behalte jetzt mal die Mütze auf, weil ich hier Ihnen die Wege einfach mal ablaufe. Also, ich rufe die Gutachterinnen und Gutachter für jedes Fach auf. Die setzen dann ihre Maske auf, bewegen sich von ihren Plätzen
hier über den rechten Bühnenaufgang hierhin. Hier darf die Maske abgesetzt werden. Nachdem die Lobgesänge auf Sie und Ihre Arbeiten getan wurden, müssen die Masken wieder aufgesetzt werden. Die Gutachterinnen und Gutachter dürfen sich hier vorne auf diesen wunderbaren Sessel setzen. Auch hier darf kurz die Maske abgenommen werden. Die Preisträgerinnen und Preisträger kommen danach mit einer aufgesetzten Maske über diesen Bühnenaufgang hier zur Bühne. Platz 3 stellt sich bitte hier hinter diesen Notenständer. Platz 2 stellt sich hier hin. Platz 1 stellt sich hier hin. Die Gutachterinnen und Gutachter dürfen dann kurz aufstehen, sich hinter die Preisträgerinnen und Preisträger stellen. Alle dürfen gemeinsam für einen Moment die Maske abnehmen. Es wird ein Foto gemacht zur Erinnerung. Alle setzen die Maske wieder auf und sie verlassen nacheinander die Bühne. Vergessen Sie nicht Ihre Urkunden und Preise. Sobald Sie wieder an Ihrem Platz angekommen sind, dürfen Sie die Masken wieder absetzen. Wir kümmern uns mit Sarah und Millie dann hier oben um die Notenständer, die wir desinfizieren und sozusagen mit neuen Preisen und Urkunden ausstatten. Und dann gehen wir so weiter. Wenn Sie denken, das ist kompliziert, dann hätten Sie letztes Jahr da sein müssen. Gut, ich glaube, wir bekommen das hin, wir probieren es. Ich bin ja hier oben und leite Sie ein bisschen an. Wir beginnen mit dem Fach Biologie und ich darf Herrn Professor Dr. Gruß auf die Bühne bitten. So, also Maske abnehmen. Das ist tatsächlich so wie im letzten Jahr. Und die, die das letzte Jahr schon dabei waren, die kennen den Running Gag. Es kommen jetzt keine weiteren Grußworte, sondern das simple Statement, wir, die Biologie, sind die Größten. Bitte nicht falsch verstehen. Wir sind die mit dem größten Anteil an Arbeiten. Wir haben 46 der 125, 126 eingereichten Arbeiten zu begutachten gehabt. Eine große Bandbreite verschiedenster Themen und das funktioniert natürlich nur mit einem tollen Team und vielen Dank an Frau Professor Annette Scherzoy und Frau Dr. Julia Schwarzer, die zusammen mit mir diese ganzen Facharbeiten lesen und bewerten. Vielleicht mal ein kleiner Applaus für die Kolleginnen. Und was auch immer wieder kommt, ist dieses Jahr eigentlich ziemlich gut gelaufen, ist unser Gender-Issue. Liebe Schüler, reicht bitte eure Facharbeiten ein. Wir haben 2 von 3 Preisen tatsächlich an Schüler vergeben, aber die Anzahl der eingereichten Arbeiten von Schülerinnen ist immer deutlich höher als die der Schüler. Also bitte, wir brauchen euch. Hängt euch rein, wir brauchen ein Gender Balance. 46 Arbeiten, das war dieses Jahr wirklich besonders schwierig. Es waren wirklich sehr, sehr viele sehr gute Arbeiten dabei, aber wir haben auch ein bisschen was gespürt im Sinne einer Defensivität. Ich glaube, das ist so wie eine Wolke, das ist vielleicht bei den anderen Gutachterinnen und Gutachtern ähnlich gewesen. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, vermitteln Sie das, was wir brauchen. Wir brauchen Enthusiasmus, wir brauchen Initiative, wir brauchen Originalität. Und das ist das, was wir auszeichnen, was wir ausgezeichnet haben, experimentelle Ansätze. Individuelle, authentische, empirisch-experimentelle Ansätze, das ist das, was wir sehen wollen, was wir ausgezeichnet finden und was wir auszeichnen. Und in diesem Sinne haben wir 3 Gewinnerinnen und Gewinner identifiziert. In der Tat ist es sehr, sehr schwierig, dieses Ranking zu machen, vom 3. zum 1., auch dahinter sehr, sehr schwierig bei 46 Arbeiten, wie ich schon gesagt habe. Kommen wir mal zu den inhaltlichen Dingen. Stellen Sie sich vor, Freitagabend, lange Woche, endlich Entspannung. Und was passiert? Der Nachbar dreht die Musik voll auf. Und Sie denken sich, oh nein, bitte nicht. Und dann ist es doch ganz wichtig, welche Musik wird da laut aufgedreht? Finden Sie die Musik gut oder spricht Sie diese Musik nicht unbedingt an? Und das hat Frau Sophia Ruf vom St. Josef-Gymnasium in Rheinbach in ihrer Facharbeit, die wir ausgezeichnet haben, zum Thema der Einfluss der Musik auf den menschlichen Organismus
näher untersucht. Fachlehrerin Frau Fritsche hat sie unterstützt. Und Sophia, was uns besonders gut gefallen hat, ist die Neugier, die man in ihrer Facharbeit sehen und lesen konnte. Sophia hat sich umfassend mit dem Thema beschäftigt und das auch theoretisch hervorragend abgearbeitet und hat dann eben experimentell versucht, das Ganze anzugehen. Und ihre Ergebnisse bestätigen, dass die Musik einen eindeutigen Einfluss auf den Menschen hat und dass die verschiedenen Musikgenres eine ganz große Rolle spielen. Ich darf mal zitieren: Die Popmusik, die von den meisten Menschen alltäglich gehört wird, hat fast immer eine positive Wirkung. Dazu gehört meistens gute Laune, Freude, Besinnung und Entspannung. Das ist doch mal was. Also, das Gutachterteam der Biologie hat Sophia Ruf übereinstimmend für einen Preis ausgewählt. Frau Ruf hat sich für ihre Facharbeit ein spannendes Thema ausgesucht, kurzweilig dokumentiert und wissenschaftlich fundiert, basierend auf einem Experiment bearbeitet. Sophia Ruf setzt sich ausführlich und kritisch mit ihren Ergebnissen auseinander und setzt diese in Kontext zu bestehenden Forschungsergebnissen. Unser zweiter Platz, Ökologie. Alle haben wir das schon mal gesehen und alle treten wir eigentlich täglich darauf rum und beachten das gar nicht. Das ist eine Summe an Organismen, die wir als Flechten bezeichnen. Das ist eigentlich eine Symbiose aus Pilzen und sogenannten Photobionten, also einzelligen photosynthetisch aktiven Organismen. Und die sind so ein bisschen stiefmütterlich in der Biologie behandelt, aber wir wissen alle, also die, die in der Biologie aktiv sind, das sind hervorragende Bioindikatoren. Und das hat Herr Mariano Sukop in seiner Facharbeit näher analysiert. Herr Sukop ist am Nikolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn und wird ausgezeichnet für seine Arbeit zum Thema »Können Flechten als verlässliche Umweltindikatoren in Bad Godesberg dienen?« unter der Anleitung von Frau Wollnick, seiner Fachlehrerin. Was hat er gemacht? Er hat in seinem Standort Bad Godesberg tatsächlich Mikrohabitate untersucht und abhängig von der Verkehrsdichte, von der Verkehrsbelastung analysiert, im Sinne der Flechten als Bioindikatoren, können wir solche Flechten tatsächlich verwenden, um Schadstoffe, um Belastung in einem Mikroklima zu analysieren. Er kommt eindeutig zu dem Schluss: Erstens, ja, das ist möglich. Und zweitens, leider, die Luft in Bad Godesberg ist relativ schlecht. Wir bleiben bei der Ökologie. Unser erster Platz beschäftigt sich mit der Artenzusammensetzung unserer Lebensräume. Und das ist natürlich eine, wenn nicht die zentrale Fragestellung in der Ökologie, weil es ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der Umweltveränderungen ist. Und wir haben gerade gehört, was es bedeutet, dass wir uns Umweltveränderungen unterworfen sehen, und wir brauchen diese ökologischen Verständnisse, diese Zusammenhänge, um die Maßnahmen richtig einschätzen zu können und die richtigen Dinge zum Laufen zu bringen. Herr Leo Schindler, unser erster Platz vom Beethoven-Gymnasium der Stadt Bonn, wird ausgezeichnet für seine Arbeit zum Thema Untersuchungen zu Wintervogelgemeinschaften an Futterstationen in unterschiedlichen Lebensräumen in Bonn. Klingt für Sie vielleicht so ein bisschen altbacken, das ist es aber überhaupt nicht. Es ist ein hochspannendes und aktuelles Thema. Herr Schindler hat eine akribische Kartierung vorgenommen und hat winterliche Brutvögel an verschiedenen Futterstationen in Bonn abhängig von den Habitaten genau untersucht. Und das ist eigentlich eine wissenschaftlich fundierte und ökologisch absolut relevante Vorgehensweise, die wir in unserer universitären Forschung eigentlich nicht viel anders wahrnehmen. Und insofern sind wir alle drei der Meinung gewesen, dass Herr Schindler für den ersten Preis ausgewählt werden sollte. Seine Arbeit überzeugt in herausragender Weise durch die inhaltliche, sprachliche und formale Qualität. Das Adressieren eines wichtigen ökologischen Themas im Experiment gelingt hervorragend. Wir sehen eine Untersuchung mit zielorientierter Fragestellung, konsequenter experimenteller Umsetzung und kritischer differenzierter Diskussion, die strengen wissenschaftlichen Ansprüchen gewachsen ist. Damit möchte ich unsere drei Preisträgerinnen und Preisträger auf die Bühne bitten. Frau Sophia Ruf vom St. Joseph-Gymnasium in Rheinbach für ihre Arbeit »Der Einfluss von Musik auf den menschlichen Organismus«,
Frau Herr Mariano Sukop vom Nikolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn, ausgezeichnet für seine Arbeit, können Flechten als verlässliche Umweltindikatoren in Bad Godesberg dienen. Und Herr Leo Schindler vom Beethoven-Gymnasium in Bonn, ausgezeichnet für seine Arbeit, Untersuchungen zu Wintervogelgemeinschaften an Futterstationen in unterschiedlichen Lebensräumen in Bonn. Bitte schön. Jetzt dürfen einmal die Masken ab, sehr gut. Super, vielen lieben Dank, genau, Masken auf, greift gerne zu und dann nach und nach von der Bühne. Vielleicht nochmal einen großen Applaus für die Preisträgerin und Preisträger. So, ja, vielen Dank für die schöne Laudatio. Wir widmen uns jetzt, und das ist so ein bisschen jetzt auch eine quasi organisatorische Aufgabe. Ich mache es so, Moment, ich gehe nochmal hier. Und eigentlich habe ich noch Infos vorbereitet über die Geschichte der Hans-Riegel-Preise, denn tatsächlich haben wir es heute schon mehrfach gehört, werden die Hans-Riegel-Fachpreise hier an der Uni Bonn schon seit 2007 vergeben, aber tatsächlich nicht in allen Fächern seit 2007. Die Biologie ist nicht nur, wie Sie, Herr Professor Gruß, sagten, das größte Fach, sondern auch eines der ersten Fächer, die hier an der Uni vergeben wurden. Das sind aber auch andere Fächer, die Geografie zum Beispiel, die als nächstes auf die Bühne kommt. Ich habe mir ein paar Infos aus den letzten Jahren mal aufgeschrieben, weil ich finde, sowohl in der Geografie als auch in den anderen Fächern merkt man ganz gut, welche Themen gesamtgesellschaftlich oder hier in Bonn gerade so los sind. Ich zitiere, und Sie dürfen gerne schon mal auf die Bühne kommen, Herr Professor Nutz. Vor 11 Jahren zum Beispiel die politische Bedeutung des Erdgasexports am Beispiel von Russland auf Platz 3. Vor 10 Jahren die Weltklimakonferenz in Cancun als Beitrag zum Schutz des Klimas oder vor 8 Jahren die neuen Abwassergebühren aufgezeigt am Beispiel der Gemeinde Altdorf, ein Beitrag zum Klimaschutz auf Platz 1. Ich glaube, hier können wir ganz gut sehen, welche Themen gerade aktuell waren. Ich übergebe an Sie und Ihre Laudatio. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich denke, dass ich gleich, wenn ich die Themen vorlese, die Bandbreite noch weiter spreizen kann, die die Geografie aufbietet, einfach auch unter anderem durch die Schnittstellenfunktion zwischen Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften begründet. Wie meine Vorredner auch, muss ich natürlich einen Rückgriff in die Vergangenheit tun, und das soll in einer ganz kurzen Bemühenszusage gipfeln, indem ich mich bemühe, dieses Jahr die Zeit einigermaßen einzuhalten. Ich hatte immer gedacht, es wären 10 Minuten pro Preisträgerin, aber diesmal habe ich die Mail genau gelesen. In der Geografie oder für die Geografie sind insgesamt 28 Bewerbungen eingegangen von Ihnen aus den Schulen, und wir haben das so einigermaßen geschafft mit dem Männer-Frauen-Ausgleich. 15 Schülerinnen und 13 Schüler ist einigermaßen ausgewogen. Das war nicht immer so. Ansonsten müsste ich mich meinem Vorredner anschließen. Waren die Frauen hier häufig in der Überzahl. Also auch hier sind wir beim Ausgleich ganz vorne in der Geografie, weil wir bei den Laudationen auch immer so ein kleines Fächerbattle unternehmen. Und da sind wir jetzt gerade mal ausnahmsweise vorne. 13 Bewerbungen aus den verschiedenen Bonner Schulen, die über knapp die Hälfte kommt aus Schulen des Umlandes oder, wie wir in der Geografie sagen, dem suburbanen Raum.
Begutachtet haben meine Kollegin Dr. Simone Girz, die mehr in der physischen Geografie beheimatet ist, und ich für die Humangeografie, um diese Bandbreite der schön eingereichten Arbeiten auch beschauen zu können. Und eine kleine Gruppe der Bewerbungen hat sich wirklich als absolut preisverdächtig abgehoben. Und die hatte es dann auch in sich, wie meine Vorredner schon gesagt haben, sehr eng beieinander. Es war sehr schwer und schwierig, hier mit einem fixen Kriterienkatalog dann auch ein Ranking zu machen. Aber wir hoffen, wir haben das einigermaßen objektiv auch hinbekommen. Und ich komme gleich zu den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und zu dem dritten Platz des diesjährigen Hans-Riegel-Fachpreises in der Geografie geht an Fabian Bausch. Er hat eine Facharbeit im Fach Erdkunde geschrieben, der Christophorus-Schule in Königswinter, mit dem betreuenden Lehrer Herrn Kaspari. Und das Thema lautet: Unterschiedlich leben auf dem Dach der Welt, die Überwindung ethnischer Disparitäten im heutigen Nepal. Und ethnische Disparitäten sind ein Klassiker in der Sozialgeografie. Für Nepal jedoch liegen nur wissenschaftliche Fragmente zu diesem Thema vor. Und das war für Fabian ein Grund, sich da mal etwas genauer mit zu beschäftigen. Und damit verbunden ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass es wenig wissenschaftliches Material gibt. Und insofern war allein die Quellenrecherche schon eine Herausforderung. Denn er musste viel in grauer Literatur auch arbeiten und prüfen, ist die graue Literatur seriös oder nicht seriös. Das war also auch schon mal eine tolle Leistung. Essentiell in der Arbeit war dann auch der Rückblick, also das heißt die Entstehung von ethnischen Disparitäten zu analysieren, und das hat er mit großem Erfolg gemacht und hat sich auch beschäftigt mit den Maßnahmen zu deren Überwindung, die er tiefgreifend reflektiert hat. Und exemplarisch hat er Lösungsansätze des Überwindens genommen, der EU-Hilfsprojekte, und hat diese den inländischen Bemühungen, also endogene Potenziale, gegenübergestellt. Eine spannende Geschichte, und hat das in einer, das bietet dann eine große Bandbreite von Untersuchungsmaterial, und das war sehr sinnvoll und zielführend. Und der stärkste Teil der Arbeit war dann die Bewertung und von verschiedenen Lösungsansätzen zur Überwindung von ethnischen Disparitäten in Nepal. Und Fabian nimmt darin Wertungen vor, die er nicht subjektiv macht, sondern wirklich vorab strukturiert auf ein Fundament gestellt hat. Und diese Wertung wird dann an klaren Kriterien vorgenommen, sodass also auch eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist. Und wenn er dann zum Beispiel mit einem EU-Umweltprojekt wie folgt ins Gericht geht, Zitat: Die dabei entstandenen Kosten von rund 2 Millionen Euro rechtfertigen den Nutzen des Projekts hinsichtlich der Überwindung der Folgen ethnischer Disparitäten nicht, Zitat Ende, dann urteilt er selbstbewusst, aber auch absolut nachvollziehbar im Anschluss an eine qualitative Analyse. In der Gesamtschau hat Fabian eine Facharbeit vorgelegt, die sich von den eingereichten Arbeiten abgehoben hat bzw. abhebt und deswegen verdient prämiert wird, und das fachliche Niveau ist hoch. Die Originalität ist überdurchschnittlich, wie wir meinen, und die spezielle Themenwahl, die Interpretationsleistung und die Gründlichkeit der Arbeitsweise rechtfertigt es, dass er hier im oberen Bereich angesiedelt wird, und dafür möchten wir mit dem dritten Platz ganz herzlich gratulieren. Genau, und ich komme zum zweiten Platz. Der zweite Platz geht an Jakob Balzer. Er hat eine Facharbeit im Fach Erdkunde am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn geschrieben und wurde von Herrn Müller betreut. Emissionsschutz durch Temporeduzierung, das Fallbeispiel Reuterstraße war sein Thema. Also ein sehr lokales, fast schon mikrogeografisches. Die Emissionsbelastung, es wurde eben schon gesagt, ist unter anderem ein Thema, gerade durch den Feinstaub, was viele Großstädte in Deutschland betrifft und im Kontext auch des Klimawandels steht. Und ob die Temporeduzierung ein adäquates Mittel zur Reduktion von Verkehrsemissionen ist, das untersucht Jakob anhand dieser Fallstudie an der Reuterstraße.
Und die Methodik seiner Arbeit basiert auf Feinstaub- und Lärmmessungen an drei verschiedenen Standorten der Reuterstraße an verschiedenen Tageszeiten. Und er führt eigene Messungen auf einer Grundlage, die sehr transparent ist und einen eigenen Messplan beinhalten. Das hat er also wunderbar gemacht. Und die Darstellung der Ergebnisse basiert auf sehr anschaulichen Abbildungen mit Hilfe von verschiedenen Indikatoren. Und dabei zeigt Jakob dann auf, dass durch die Temporeduktion zwar die Lärmemissionen verringert werden, aber nicht die Feinstaubemissionen reduziert werden. Und er evaluiert diese Ergebnisse dann auch mit Kreuzvergleichen von übergeordneten Studien, Messungen, die das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz gemacht hat und wertet die zusätzlich aus. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass es nicht nur so eine rein deskriptive Geschichte wird, die seinen Gehalt auch hat, sondern er diesen analytischen Bereich mit diesem Cross-Check mit einbezogen hat. Und in der Gesamtschau hat Jakob Balzer eine sehr gute Arbeit mit einem aktuellen, praxisrelevanten Thema verfasst. Und die Konzeption, die Durchführung und die Auswertung des empirischen Teils der Arbeit haben uns Gutachter wirklich sehr beeindruckt. Also was eben auch mein Vorredner gesagt hat, dieser empirische Teil, dieses eigene Experimentieren, dieses Rausgehen, dieses innovativ sein wollen, das ist wirklich sehr gut gelungen. Und dadurch erhält der Preis ein ordentliches Maß an Originalität und auch die Diskussion ist sehr gehaltvoll mit Zunahme von Erkenntnissen aus der Literatur. Und gerade die Methodenkompetenz hat uns beeindruckt und uns veranlasst, Ihnen den zweiten Preis zu geben. Herzlichen Glückwunsch. Damit komme ich zum ersten Preis. Der soll gehen an Paula Kaiser. Sie hat eine Facharbeit vorgelegt im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bonn und wurde ebenfalls von Herrn Müller betreut. Der Titel ist Der Borkenkäfer im Kottenforst, ein Feind der Forstwirtschaft. Also wieder was Lokales. Die Schädigungen der Wälder in Deutschland durch den Befall des Borkenkäfers sind überall in den Waldgebieten ein großes Problem und sicherlich auch bekannt. Und Paula Kaiser beschäftigt sich sehr grundsätzlich mit diesem aktuellen Thema und fokussiert das dann aber mit Hilfe eines regionalen Fallbeispiels, nämlich dem Kottenforst. Und sie erläutert sehr ausführlich die gesetzlichen Grundlagen der Forstwirtschaft und deren Aufgaben überhaupt im Kontext mit nachhaltiger Forstwirtschaft und zieht dabei auch internationale Quellen mit ein. Sie legt anschließend vor dem Hintergrund der biologischen Grundlagen des Borkenkäfers dar, warum sich der Borkenkäfer in den letzten Jahren so massiv ausgebreitet hat und was die Forstwirtschaft zu seiner Bekämpfung beigetragen hat und geschafft hat oder auch nicht geschafft hat. Und dabei bezieht sie sich sowohl, wie eben schon gesagt, auf internationale Literatur, aber auch auf Quellen von Behörden und Verbänden und wissenschaftlichen Zeitschriften. Und dieses Regionalbeispiel, das untersucht sie mit Hilfe von Statistiken natürlich, Schadholzmengen hat sie eruiert und recherchiert und ergänzt die detaillierte Information durch ein Experteninterview im Forstamt Rhein-Sieg-Erft und die angewendete Methodik des leitfadengestützten Interviews ist sehr gut dokumentiert und auch nachvollziehbar, sodass hier ein qualitativ empirisches Vorgehen schon sehr vorbildlich durchgeführt wurde. Und die gesamte Auswertung aller Informationen ist ausgesprochen gehaltvoll und strukturiert und Paula diskutiert die Ergebnisse aus der Literatur mit den eigenen empirischen Ergebnissen, also dieser Theorie-Empirie-Kontext ist wunderbar dargestellt, das hat uns Gutachter eben auch beeindruckt in dem ganzen Duktus eines wissenschaftlichen Stiles. Und diese Arbeit würde also problemlos in der Reihe von universitären Bachelor-Hausarbeiten einzureihen sein. Und das hat uns dann letztendlich bei wirklich knapp beieinander liegenden Arbeiten an der Spitze dazu veranlasst, hier an Paula den Platz 1 zu vergeben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich darf Sie drei jetzt bitten, hochzukommen. Ich habe die Titel vorgelesen, muss ich, glaube ich, nicht wiederholen, damit ich dann doch noch in der Zeit bleibe.
Ja, vielen lieben Dank. Ich warte immer so einen Moment, damit es nicht aussieht, als würde ich Sie von der Bühne wischen wollen. Tatsächlich habe ich gerade gedacht, so ein Thema für eine Facharbeit könnte auch sein, wie viel anderes Zeug schafft ein Moderator, während er Notenstände desinfiziert. Ich weiß nicht, in welchem Fach das jetzt vielleicht ankommen würde, aber so viel vielleicht dazu. Auch das nächste Fach, die Mathematik, gehört seit 2007 zu den Fächern, in denen Fachpreise vergeben werden. Und Herr Professor Sandmann hat das schon in der Einführung, in den einleitenden Worten angedeutet. Die Fachpreise können ein prägender Teil des weiteren Lebens werden und so auch zum Beispiel im Fach Mathematik. 2008 hat zum Beispiel Lisa Hartung den dritten Platz bei den Fachpreisen in Mathematik gemacht, hat dann noch das Frühstudium Mathematik an der Uni Bonn mitgemacht und ist mit 29 Jahren ordentliche Professorin für Mathematik an der Universität Mainz. Ja, kann man vielleicht auch mal genau sagen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, kein Druck. Ne? Also, aber ich glaube, hier sieht man ganz schön, dass entweder, also ohne es genau zu wissen, entweder die Dr. Hans-Riegel-Fachpreise da so richtig was in Gang gebracht haben oder andersrum die Dr. Hans-Riegel-Fachpreise einem sowieso schon sehr leidenschaftlichen Interesse Raum gegeben haben. Beides sind schöne Vorstellungen, wie ich finde. Und damit bitte ich Dr. Resch auf die Bühne für die Laudatio im Fach Mathematik. Vielen Dank, Patrick. Ich muss zugeben, ich habe gerade vergessen, auf die Bühne zu gehen. Das hätte ich natürlich machen können. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Mathematik, schön, dass Sie da sind. Heute kommen wir in der Tat zu, an dieser Stelle, den drei Preisen und den Preisträgerinnen und Preisträgern. Wir haben ja schon ein Thema so ein bisschen durchblitzen sehen. Dazu kommen wir auch gleich. Aber wir starten mit dem dritten Platz. Ich möchte auch eher über die Inhalte und damit zitieren aus den Gutachten und Sie werden dabei merken, worauf wir Wert gelegt haben und was uns dabei wichtig war. In der Tat werden Sie auch merken, dass wir diesmal die Mathematik als Wissenschaftssprache in der Anwendung, beispielsweise in der Physik, sehr, in den Vordergrund gestellt haben. Das lag aber an den Arbeiten und nicht an der Physik, falls die Herren aus der Physik jetzt schon gerade, sich freuen. Aber kommen wir zum dritten Preis und ich begrüße damit Oskar Engelfried vom Alexander von Humboldt-Gymnasium in Bornheim. Insbesondere begrüße ich auch die zuständige Betreuerin Frau Leibniz. Der Oskar hat, so sein Titel, sich mit einer mathematischen Herleitung der zweiten Friedmann-Gleichung mit Fokus auf die dafür benötigte Transformation beschäftigt. Meine beiden Physikkollegen kriegen schon feuchte Augen, das verstehe ich. Ich auch. Ich versuche es mal für Sie insbesondere so zu beschreiben, wie Oskar es auch getan hat. Der Urknall, gerade mal knapp 14 Millionen Jahre her, ist wohl die akzeptierteste Theorie aktuell, wie unser Universum entstanden ist oder eben entstanden sein könnte. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Physikerinnen und Physiker, unsere Welt, so wie wir sie erleben, zu erklären. Und wir in der Mathematik unterstützen sie dabei, indem wir die Sprache und Strukturen geben. An dieser großen Aufgabe versucht Oskar sich, und das als Schüler, jenseits des Schulstoffes, und nimmt sich dabei ein kleines Detail heraus. Für die Ausdehnung des Universums ausgehend vom Urknall helfen in seiner Beschreibung die Lorentz-Transformation und die Friedmann-Gleichungen. Konkret geht es Oskar um die allererste, in der Tat sehr kurze Zeit, in der das Universum sogar mit Überlichtgeschwindigkeit expandierte. Das ist eine Stelle, die ich mir in vielen YouTube-Videos von Harald Lesch oftmals erklären ließ. Insofern können Sie unsere beiden Experten hier heute im Raum gerne auch später nochmal interviewen, insbesondere aber auch Oskar. Er gibt sich selbst die Aufgabe, und ich zitiere ihn aus der Arbeit, wie das Universum
sogar mit Überlichtgeschwindigkeit expandierte, beziehungsweise wie man schlüssig erklären kann, dass aus einem schwarzen Loch mit der Masse des gesamten Universums zusammengepresst auf die kleine Größe, die nicht ansatzweise einem Protonenradius entsprach, derart expandieren konnte. Ja, das ist spannend und dafür geben wir gerne unsere Worte und unsere Sprache her. Und das hat Oskar in der Tat mit einer spielerischen Leichtigkeit gemacht, sodass wir sehr beeindruckt waren. Und wenn ich wir sage, dann möchte ich insbesondere hier meinen lieben Kollegen Dr. Michael Welter noch grüßen, der mit mir zusammen diese Arbeiten begutachtet hat. So schließt Oskar seine Arbeit mit den Worten: Mit Hilfe der Friedmann-Gleichung kann man unter anderem die Kosmologie verstehen, die Dichte des Universums oder ihre Krümmung untersuchen. Und vor allem, ich freue mich darauf, Ihnen, kleingeschrieben, im Rahmen meines angestrebten Studiums wieder zu begegnen. Nun, wir freuen uns mit ihm, da freut man sich, man klappt die Arbeit mit einem zufriedenen Lächeln zu und man weiß, Oskar ist auf einem wunderbaren, beschleunigten Weg. Alles Gute, Oskar, dafür. Der zweite Platz. Anu Schmidta-Dutta lächelt mich schon an, das freut mich, vom Beethoven-Gymnasium in Bonn, mit der betreuenden Lehrerin Frau Meinert. Sie befasst sich natürlich mit einem Thema, an dem wir alle gerade nicht vorbeikommen, mit unserer Pandemie und konkret mit den mathematischen, statistischen Ideen und Ansätzen, wie auch wir in der Mathematik da unterstützen können. Das SIR-Modell, Anwendung auf die Covid-19-Pandemie. Aktueller kann Anu Schmidta ihr Thema nicht wählen, leider immer noch. Die Pandemie beeinflusst unser Leben seit vielen, vielen, viel zu vielen Monaten. Expertinnen und Experten versuchen, die Pandemie unter anderem dadurch in den Griff zu bekommen, dass man durch Analysen Verständnis aufbaut. Das ist zumindest die Sicht unserer oder aus Sicht der Mathematik. Anu Schmidta unterstützt dabei die Expertinnen und Experten, indem sie mithilfe statistischer Methoden und Modellierung bisherige Verläufe nachempfindet, um schließlich verlässliche Aussagen treffen zu können, die unser Handeln vielleicht beeinflussen könnten. Die Autorin verwendet hierbei das anerkannte SIR-Modell. SIR steht dabei, und ich übersetze gleich mal, für die Gruppe der Infizierbaren, der Infizierten und auch schließlich die dritte Gruppe der Unempfindlichen. Und sie bespricht, und das ist die Aufgabe in der Statistik, die entscheidenden Fragen, die uns im Team auch dann zu dem zweiten Preis beeinflusst haben, insbesondere mit der Umsetzung. Was kann ein solches Modell leisten und vor allem, was sind die Grenzen eines solchen Modells? Nun, auf dem Weg zu dieser Analyse, den kritischen Fragen, die Anu Schmidta an der Stelle wirklich erfolgreich betrachtet, hilft ihr die Mathematik. Und zwar deutliche Mathematik, schwierige Mathematik, auch weit über den Schulstoff. So stellt sie beispielsweise fest, indem sie über Differentialgleichungen spricht und betrachtet die Rate der infizierbaren Gruppe. Sie beschreibt sie als natürlich die zeitliche Veränderung der Anzahl der Infizierbaren in der ursprünglichen Funktion im Produkt mit einem negativen Vorfaktor. Darüber muss man ein bisschen nachdenken, aber Anu Schmidta erklärt es bestimmt gleich umso mehr. Nun, auf ihren Betrachtungen geht sie noch viele, viele mathematische Schritte weiter und geht immer tiefer in die Mathematik ein, betrachtet am Ende Systeme von gekoppelten Differentialgleichungen, numerische Lösungen und auch programmierte Approximationsmethoden, all das, was man braucht, um in diesem Thema erfolgreich zu sein. Wenn ich das hier so schreibe, dann werden viele Studierende noch sich erinnern, schwitzend und Angst haben vor der Klausur. Die Autorin arbeitet dies wunderbar aus. So kompliziert, wie es ist, so scheint es nicht, wenn man es liest. Und sie versucht dabei, die Wirklichkeit zu modellieren. Ihr gelingt es aufzuzeigen, wofür dieses beispielhafte Modell geeignet ist, aber eben auch in der Diskussion, wofür nicht. Und ich möchte schließen mit Anu Schmidtas Worten: Die Forschung, die Erforschung von Impfstoffen oder die bessere mathematische Modelle können dabei helfen, dass wir in Zukunft besser auf solche Ereignisse vorbereitet sind.
Wir drücken uns allen die Daumen. Danke, Arno Schmitter, dass du so kritisch das beleuchtet hast. Nun, da ich sicher über die Zeit hinauskomme, na, das schaffe ich doch locker. Wir ziehen insbesondere den Applaus von 5 Minuten ab, das finde ich doch gut. Kommen wir zum ersten Preis. Der ist übrigens der längere Text, aber das macht vielleicht nichts. Ich gönne mir noch 2 Minuten durch Herrn Prorektor Sandmann, denn er sprach ja die Superschurken und Helden an und vielleicht muss ich es an der Stelle ein bisschen mehr erklären. Der erste Platz geht an Linus Engelfried vom Alexander von Humboldt-Gymnasium, auch in Bornheim, und die betreuende Lehrerin ist ebenfalls Frau Leibniz. Der Titel: Wer ist Sieger in einem fiktiven Kampf? Beurteilung der Kräfte von Superheld versus Superschurke unter Anwendung von Sätzen der Analysis über mehrere Veränderliche. Da merkt man die abstrakte Strukturwissenschaft, Mathematik. Wir können über einen Urknall reden, aber auch über fiktive Superhelden. Ja, Superhelden oder nicht weniger sagenhafte Schurken, der Stoff, aus dem Träume gemacht sind, oder eben auch ganze Facharbeiten, in dem Fall von Linus. Natürlich habe ich mich als Gutachter für eine kompetente Beurteilung noch einmal in diese fiktive Welt beider Hauptfiguren hineingedacht und geschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Odins Sohn Thor aus dem Marvel-Universum bereits den Sith-Lord Darth Sidious aus den Star Wars-Welten miteinander, dass sie sich getroffen haben, beziehungsweise dass sie sich auseinandersetzen mussten. Aber wer weiß das schon, und Linus geht auf Nummer sicher. Danken wir ihm dafür. Was passiert, wenn die aufeinandertreffen? Linus gelingt es, mit einer sehr freudigen Leichtigkeit durch diese Tiefen der Mathematik und Physik zu spazieren. Als Leserin und Leser fühlt man sich in den Bann gezogen, als wäre man Zeuge in der Premiere auf einer großen Leinwand. Gespannt folgt man dem Autor Linus, der Licht in diese mathematischen Berechnungen der Untiefen dieses Teils der Physik bringt. Mehrdimensionale Analysis sowie Vektoranalysis spielen hierbei eine große Rolle, um die beteiligten elektrischen Felder zu beschreiben. Auch hier kommt die Physik in der Anwendung zum Tragen. Dabei werden diese Felder ganz nebenbei beschrieben durch Gradienten von Potenzialen, um schließlich mittels Betrachtung rund um die Divergenz und der Quellendichte vorherzusagen, welche Supermacht denn am Ende triumphieren wird. Naja, das Happy End kommt. Zumindest arbeitet und rechnet Linus uns das vor. Ich könnte dem noch ausführen, aber die Zeit neigt sich dem Ende. Deswegen auch nur ganz kurz, wir können ja Linus am Ende nochmal gleich fragen. Er ist allerdings nicht nur mit dem Ergebnis, dass unser Superheld, nicht der Schurke, gewinnt, trotzdem nur halb zufrieden, weil er selbstkritisch sagt, denn wie jeder ordentliche Physiker und Physikerin macht er natürlich eine Fehleranalyse beim Aufräumen des mathematischen Schlachtfeldes. Er sagt, naja, vielleicht hätte ich mir noch eine dritte Dimension beim Integralsatz von Gauss gönnen sollen, dann wäre es ein bisschen genauer gewesen, aber die Abschätzung reicht und wir freuen uns, dass er nur so nebenbei feststellt, ja, wenn in der Tat der Sith-Lord ein bisschen weniger Elektronenenergie aufwendet, dann ist der Skin-Effekt von unserem Halbgott nicht ganz so stark und dann würde er doch unterliegen. Ich schließe daher gewohnt positiv mit den Worten sehr eloquent von Linus in seiner Facharbeit, indem er sagt, und ich schließe mich komplett an, ich mag Thor. Hoffentlich liest der Sith-Lord meine Facharbeit nicht. Ja, drücken wir uns allen die Daumen, denn so hat unser Held natürlich das Sagen. Respekt, Linus. Danke, dass du sie eingereicht hast. Der Applaus gehört euch und so bitte ich Oskar Engelfried, Arno Schmitter, Dutter und auch unseren Linus Engelfried auf die Bühne, bitte.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die Laudatio. Tatsächlich ist das mit der Zeit kein Problem. Die ziehe ich dann nächstes Jahr einfach ab. So bleibt es dann. Während ich hier wieder putze, vielleicht ein kurzer Hinweis. Die Statuen, die Preisstatuen, die müssen Sie am Ende sozusagen nicht so transportieren. Es gibt am Ausgang noch jeweils Kartons dafür. Die sind von der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Und es gibt auch noch einen kleinen erörternden Text zum Background dieser Statue. Vielleicht so viel dazu. Vielen Dank. Wir kommen zum Fach Chemie. Die Chemie ist im Jahr 2009 dazugekommen. Ich hatte schon einmal das Vergnügen, mich in eine Laudatio reinzuarbeiten, bin aber froh, dass Sie, Professor Glaum, jetzt heute hier sind. Vielleicht für mich als Medienwissenschaftler eröffnet die Chemie, aber auch die anderen Fächer hier mal mehr, mal weniger unbekannte Welten. Ich zitiere mal ein paar Fragen, die sich die vergangenen Preisträgerinnen und Preisträger gestellt haben. Also, wie beeinflussen selbst hergestellte Geruchsstoffe die Konzentration von Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel aus dem Jahr 2015? Im Falle des Falles, was klebt alles, aus dem Jahr 2017, auch hier bin ich noch einigermaßen mit dabei, aber wenn es um die Peroxyolat-Chemolumineszenz geht, da überlasse ich, also entschuldigen Sie mein Chemisch, da überlasse ich Ihnen jetzt das Feld, Herr Professor Dr. Glaum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, Ihnen heute die Arbeiten der Preisträger im Fach Chemie etwas näher bringen zu können. Auch wenn ich geneigt bin, diese Arbeit nächstes Jahr wieder an unseren Moderator zu übergeben, im Sinne einer Verbesserung seiner Allgemeinbildung. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein Minimum an Chemie schon dazugehört. Gut, kurz ein bisschen Statistik. Die anderen Laudatoren haben das ja auch so ungefähr aufgezogen. 10 Arbeiten wurden eingereicht. 5 von Schülerinnen, 5 von Schülern, also perfekt. Für mich deutlich relevanter der Punkt, dass trotz Corona und dem damit sehr eingeschränkten Zugang zu Schullaboren doch immerhin 4 dieser 10 Arbeiten im Wesentlichen experimentell geprägt waren. Und diejenigen von Ihnen, die schon öfter an dieser Veranstaltung teilgenommen haben und mir zugehört haben, wissen, dass ich als experimenteller Naturwissenschaftler natürlich das Experiment und den experimentellen Zugang zu meiner Wissenschaft ganz besonders schätze. 2 Arbeiten und davon auch eine der ausgezeichneten sind reine Theoriearbeiten, was durchaus besonders bemerkenswert ist. Alle eingereichten Arbeiten sind nach Schulmaßstäben sehr gute Arbeiten und sind, ohne dass ich mit den Lehrern mich kurz geschlossen hätte, ganz sicherlich mit sehr gut bewertet worden. Trotzdem kann man beim Lesen dieser Arbeiten feststellen, dass das persönliche Engagement unterschiedlich groß ist, dass die Art der wissenschaftlichen Bearbeitung deutliche Unterschiede in der Bewertung zulässt und dass am Ende natürlich auch die wissenschaftliche Durchdringung und wissenschaftliche Korrektheit und zu guter Letzt auch die sprachliche Darstellung und die gestalterische Darstellung der Arbeiten dann doch merkliche Unterschiede aufweisen. Damit haben Sie auch die Bewertungskriterien ganz grob zusammengefasst, die ich bei der Bewertung solcher Arbeiten anlege. Kommen wir zu den einzelnen Arbeiten und den Preisträgern. Der 3. Preis geht an Friederike Birkel, Hartberg-Gymnasium Bonn. Der betreuende Lehrer ist Herr Dr. Stefan Psick. Und das Thema ist der Einfluss von handelsüblichen Bleichmitteln auf Farbstoffe in Textilien. Der Auslöser für dieses Thema war das Verlangen, ein T-Shirt einzufärben. Und das Ergebnis war offensichtlich unbefriedigend. Und dann war die Frage, wie kann man das eigentlich besser machen? Welche Farbstoffe gibt es? Wie muss man die Farbstoffe aufbringen?
Und am Ende unterscheiden sich die eingefärbten Textilien dann in ihrem Bleichverhalten. Also wie lange hat man an dem eingefärbten Textil noch Freude? Frau Birgel hat das alles sehr umfangreich theoretisch eingeleitet, hat sich über Farbstoffe, über die elektronische Struktur von Farbstoffen informiert und das wissenschaftlich korrekt präsentiert. Das alles ist schon sehr gelungen. Aber was mich wirklich beeindruckt hat an der Arbeit, ist, dass man aus jeder Zeile die Freude am Experimentieren lesen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben 4 Farbstoffe, die alle dazu angetan sind, die Küche zu Hause oder wo man auch immer experimentiert, in eine größere Schweinerei zu verwandeln. Frau Birgel geht virtuos mit Konzentrationsberechnungen um und warum ist das bemerkenswert? Das sollte man vielleicht bei Chemikern voraussetzen, dass sie das können. Nein, wenn Sie 10 Liter Ansätze machen müssen und Sie haben irgendwie nur ein paar Milligramm an Farbstoff zur Verfügung, dann treten leicht Rechenfehler auf. Aber das funktioniert alles gut und aus den 10 Litern können Sie auch schließen, dass das Upscaling, so nennt man das industriell, offensichtlich gut funktioniert hat. Also die Begeisterung und für das Fach, für das Experimentieren, die gut lesbare Darstellung, das sind die Kriterien, die mich an dieser Arbeit überzeugt haben. Zum zweiten Preis. Lorenz Samuel Goebbels, Beethoven-Gymnasium Bonn und der betreuende Lehrer war Herr Eckert, hat sich mit dem Thema chemische Analysenverfahren in der Diagnostik von SARS-CoV-2-Infektionen auseinandergesetzt. Als ich die Arbeit aufgeschlagen habe und habe den Titel gelesen, dachte ich, okay, möglicherweise schwimmt da jemand auf einer Welle dessen, was gerade so in ist. Und war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, wohl wissend, dass natürlich die biochemischen, die chemischen Grundlagen der ganzen Diagnostik nicht so ganz einfach zu verarbeiten sind. Beim Lesen der Arbeit habe ich mich dann sozusagen Seite für Seite immer mehr davon überzeugt, dass sich Herr Goebbels detailliert in die gesamte Biochemie, in die chemische Analytik der Diagnoseverfahren eingearbeitet hat, dass er sie durchdrungen hat, und zwar in einer wissenschaftlichen Tiefe, mit der man dieses Thema genauso gut auch als Bachelorarbeit bei uns in Biochemie hätte abgeben können. Dass am Ende alles, was er bei dieser Einarbeitung herausgefunden hat, auch noch so kompakt zusammengestellt wurde, sprachlich korrekt, das hat mich doch ziemlich beeindruckt. Eine sehr, sehr schöne Arbeit, die auch mit dem zweiten Platz dann aus oder mit dem zweiten Preis ausgezeichnet wird. Das dritte Thema von Mayra Schucht, Bioethanol, ein Treibstoff der Zukunft. Untersuchung selbst hergestellten Bioethanols aus Altbrot. Und ganz offensichtlich greift das Ganze die Diskussion um Bioethanol auf. Das ist auch der Auslöser für die Wahl dieses Themas durch Frau Schucht gewesen. Sollte man aus Lebensmitteln Treibstoff machen? Damit setzt sie sich sehr ausführlich auseinander mit dieser Frage. Und ich muss sagen, es war schon sehr geschickt, die Antwort auf diese Frage eigentlich zu umgehen, indem sie als Stoff für ihre Bioethanol-Synthese Altbrot verwendet. Denn damit kann ohnehin niemand mehr etwas anfangen, es würde entsorgt. Ja, also das zeigt vielleicht auch so ein bisschen den praktischen Ansatz. Nach diesem Einstieg ins Thema beschreibt Frau Schucht systematisch ihre ganzen Experimente. Die wissenschaftliche Fragestellung war, verschiedene Arten von Backwaren, in Anführungszeichen Altbrot, und ich gebe zu, mir hat es ein bisschen wehgetan, dass sie bei den Backwaren auch alten Christstollen verarbeitet haben. Den hätte man vielleicht doch noch mit einer Tasse Kaffee irgendwie recyceln können.
Also die Frage war, kann man in der Analytik oder in der Verarbeitung dieser Altbackwaren Unterschiede in dem Gewinn an Bioethanol nachweisen? Und die Unterschiede, die man anhand von bekannten Inhaltsstoffen, Kohlenhydrate, dann ein bisschen unterschiedliche Verhältnisse von Stärke und Glucose berechnen könnte, sind nicht besonders groß. Tatsächlich ist es aber Frau Schucht gelungen, diese Unterschiede im wahrsten Sinn des Wortes herauszudestillieren. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, der Weg von altem Stollen oder Brot hin zum Bioethanol ist natürlich ein komplexer Produktionsprozess. Wer sich mal mit der Herstellung von Bier oder vielleicht auch mit den etwas schärferen Getränken, damit wir näher beim Bioethanol sind, auseinandergesetzt hat, der weiß, man benötigt eine Maische. Die Maische muss gären. Nach der Gärung hat man irgendeine tatsächlich sogenannte Schlempe. Diese Schlempe könnte man dann schon grob auftrennen in flüssige und feste Anteile. Danach gibt es eine Destillation und dann hat man den Bioethanol. Also die ganze Prozesskette und das anhand von 4 Beispielen im Labor abzubilden, das bedeutet umfangreiches Experimentieren und auch sorgfältiges Experimentieren, weil es sonst leicht passieren kann, dass von dem Kilo kohlenhydrathaltigem Altmaterial am Ende nur noch ein paar Tropfen Bioethanol übrig sind. Das ist bei Mayra Schucht nicht so gewesen, sondern sie hat ziemlich repräsentative Ergebnisse bekommen. Sie hat es dann auch nicht gut sein lassen damit, dass sie am Ende ein Destillat erhalten hat, sondern sie hat auch nachgewiesen, dass dieses Destillat im Rahmen der möglichen Reinheiten, die man bei einer Destillation erzielen kann, Ethanol ist, über eine nette anorganische Nachweisreaktion, die mir ganz besonders gefallen hat, das sei an dieser Stelle angemerkt. Die sehr gelungene Kombination aus theoretischer Durchdringung einer aktuellen Fragestellung und der experimentellen Bearbeitung, das hat mich so überzeugt, dass ich diese Arbeit dann mit dem ersten Preis ausgezeichnet habe. Erlauben Sie mir noch einen Punkt nachzureichen, den ich tatsächlich in der Arbeit vermisst habe. Wie viel Bioethanol könnte man denn eigentlich durch das Altbrot in Deutschland ersetzen? Das ist tatsächlich bei einem für 2020 angegebenen Verbrauch von 700.000 Tonnen Bioethanol. Das ist alleine der Bioethanolverbrauch in Deutschland, 700.000 Tonnen. Kollege Resch würde sagen, für sowas benutzt man Zehnerpotenzen, um das überhaupt noch irgendwie greifbar darstellen zu können. Von diesen 700.000 Tonnen ließen sich rund 1/6 durch Altbrot und das daraus herzustellende Bioethanol ersetzen. Und Frau Schucht gibt dann in ihrer Facharbeit auch ein paar gute Ideen, was man dann mit der Ackerfläche, die man auf die Art und Weise einsparen könnte, was man damit vielleicht sonst machen könnte. Allerletzter Punkt von meiner Seite, vielleicht sollte man versuchen, einfach weniger Altbrot zu produzieren. Gut, okay, damit möchte ich schließen. Ganz herzlichen Glückwunsch an alle drei Preisträger, die ich noch ganz kurz nochmal namentlich nennen möchte. Friederike Birkel, Hartberg-Gymnasium, Betreuer in Psyk. Lorenz Samuel Göbels, Beethoven-Gymnasium, Betreuer Herr Eckert und Mayra Schucht, Amos-Comenius-Gymnasium Bonn, Lehrerin Frau Pagels.
Ja, vielen Dank und auch Glückwunsch nochmal. Das Schöne am Nichtwissen ist, dass ich mir so eine naive Freude behalten kann über alle Themen hier. Ich bin völlig geflasht, begeistert von den Fragestellungen, mit denen Sie sich auseinandersetzen. Und offensichtlich hört das nicht auf, wenn man sich über ein Thema auskennt. Aber ich lerne gerne dazu, vielleicht sagen wir mal so. Unter anderem auch bei der Physik, gleich bei unserem nächsten Fach, da erinnere ich mich an die erste Preisverleihung, die ich hier moderieren durfte. Und da ging eine Facharbeit der Frage nach, wie denn der perfekte Steinwurf auf einem See gestaltet sein muss, damit man sozusagen die häufigsten Hüpfer, auf dem Wasser hat. Was mir daran in Erinnerung geblieben ist, ist, dass dafür eine Steinwurfmaschine gebaut wurde, die sozusagen am See aufgestellt wurde und den Berechnungen zufolge dann den Stein geflitscht hat. Fand ich richtig super, ist mir in Erinnerung geblieben. Auch dieses Jahr gibt es super Arbeiten, aber das überlasse ich Herrn Jung. Genau, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich muss mein Ohr wieder nullen. Ich habe das nämlich jetzt mal experimentell angegangen mit den Zeiten. Da wurden uns ja hin und wieder Vorwürfe gemacht, wir würden zu lange brauchen. Aktuell haben wir 11 plus minus eine Minute im Durchschnitt. Also ich kann das noch auf 10 Minuten runterdrücken, wenn ich mir Mühe gebe. Ich stehe jetzt hier für eine gute Handvoll von Juroren aus der Physik. Das heißt, wir treffen uns da, wie Sie gerade schon gehört haben, seit Jahren regelmäßig und auch freuen uns der Arbeiten, haben da sehr viel Spaß. Und vielleicht hier nochmal die Betonung, wurde ja eben von Herrn Professor Glaum auch gesagt, wir haben, glaube ich, schon etwas andere Kriterien als an der Schule. Ich hoffe, dass die Arbeiten, die wir auswählen, auch an der Schule gut bewertet wurden. Aber ich würde sagen, wir gehen ein bisschen darüber hinaus, denn so diese ganzen formalen Dinge finden wir nicht ganz so interessant, eher so die Originalität und auch die eigenständige experimentelle Arbeit. Es muss nicht mal was Richtiges rauskommen. Also bei solchen Arbeiten wie den eben genannten kommen interessante Ergebnisse raus mit physikalisch guten Ansätzen, aber die sind teilweise so schwierig, die Probleme, dass die Lösungen hinterher dann doch nicht so genau sind. Das macht aber überhaupt nichts, das kann man ja später im Studium noch lernen. Also fangen wir gleich mit dem dritten Preis an. Der geht an Paul Völker von der Otto-Kühne-Schule Godesberg mit dem Thema Variabilität der Extrusion in der additiven Fertigung von Polylactiden. Hört sich sehr physikalisch an, aber in seiner Facharbeit untersucht Herr Völker, welchen Einfluss die Form des Auslasses beim 3D-Druck auf die Qualität des Produktes hat. Insbesondere betrachtet er hierbei die Gleichmäßigkeit und Glattheit der Schichtung. Ich glaube, das ist jedem bekannt, so ein 3D-Druck. Manche sind wirklich wunderbar toll, andere denkt man, naja, toll, kann man wegschmeißen, war nichts. Er beschäftigt sich damit ausführlich und gestaltet eine ganze Menge Messreihen. Das war schwer beeindruckend, also ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit er verwandt hat. Es muss unglaublich viel gewesen sein. Bei denen er die Extrusionsdüse systematisch manipuliert und die jeweiligen Druckergebnisse mittels eines einfachen optischen Untersuchungsverfahrens vergleichend analysiert. Zusätzlich variiert er dann noch bei seinen Messungen die Temperatur der verwendeten Kunststoffe, Nachschubgeschwindigkeit, Materialflussrate und so weiter. Als Ergebnis seiner zahlreichen Untersuchungen findet er eine Düsenform und Parameterkombination, die einen optimierten 3D-Druck ermöglicht, und zwar mit minimaler Oberflächenrauigkeit und natürlich maximaler Produktionsgeschwindigkeit. Seine umfassenden und detaillierten Analysen sowie seine kreativen Lösungsansätze haben uns so überzeugt, auch wenn sie eher technisch als physikalisch sind, aber wir wollten ihn auf jeden Fall für diese tolle Arbeit mit dem dritten Preis in der Physik würdigen. Zum zweiten Preis. Der geht an Daniel Katsunin vom Städtischen Gymnasium Hennef mit dem Thema Entwicklung eines physikalisch-mathematischen Modells zur Berechnung einer Rakete mit Luft-Wasser-Antrieb unter Berücksichtigung des aerodynamischen Widerstandes. In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit einem Kinderspielzeug, der Wasserrakete. Wahrscheinlich den meisten bekannt. Hier wird in einem Wasserreservoir mit Überdruck, also Luftdruck,
das Wasser aus einer Öffnung gespritzt und das sorgt für den nötigen Rückstoß für diese Rakete. Allerdings im Gegensatz zum Standardnutzer, also den Kindern sage ich mal vorrangig, ich möchte die Erwachsenen nicht ausschließen, aber stellt er sich den Fragen, die sich ein Physiker eher stellen würde: Was ist der optimale Abschusswinkel? Wie viel Wasser ist optimal? Welcher Luftdruck eignet sich am besten? Und so weiter. Diese Fragen untersucht er sowohl experimentell als auch in einer Simulation und erzielt dabei gute Übereinstimmung. Die Simulation nutzt dabei ein Modell, in dem nur die wichtigsten Komponenten abgebildet werden, so wie Physiker das halt machen. Die Welt machen sie sich immer sehr einfach, deswegen sind die Ergebnisse auch immer so klar. Und in seiner Abschätzung, sehr vorbildlich, arbeitet er mit allen benötigten Kräften, auch da nur die wichtigsten Terme, also eine sehr schöne, saubere, übersichtliche Arbeit. Diese Arbeit hat uns durch ihren systematischen Ansatz überzeugt. Zu jeder der einzeln genannten Fragestellungen überlegt er sich eine Arbeitshypothese, zu deren Überprüfung führt er passende Experimente durch und diese vergleicht er dann mit der Simulation. Nachdem er seine Simulation so validiert hat, nutzt er diese sogar, um Parameterbereiche zu extrapolieren, die ihm experimentell nicht zugänglich sind. Seine Messungen diskutiert er und betrachtet mögliche Fehlerquellen und deren Einfluss. Hervorzuheben ist auch, die gewonnenen Mess- und Simulationsdaten werden in tollen Graphen dargestellt. Ich möchte das hier als Praktikumsleiter betonen. Auf dem Niveau hätten wir das gerne auch schon im Anfängerpraktikum. Wir arbeiten dran, aber vielleicht kann man mal solche Beispiele auch in so einer Veranstaltung zeigen und sagen, schauen Sie mal, das können schon Schüler, das sollten Sie als Bachelorstudent dann auch können. Das nur so am Rande aus meinem Arbeitsalltag. Ja, seine Literaturliste ist erfrischend kurz, enthält nur die wichtigsten Werke, die man eben dafür braucht, um seine Arbeit nachzuvollziehen. Also statt sich auf obskure Internetquellen und Ähnliches zu stützen, stützt er sich auf eigene Überlegungen, eigene Messungen und Hypothesen und die untermauert oder widerlegt er. Aufgrund seines wissenschaftlichen Vorgehens, der guten Durchführung und Dokumentation und dem sehr gelungenen Vergleich zur Simulation wird seine Arbeit mit dem 2. Platz der Dr. Hans-Friegel-Fachpreise in Physik ausgezeichnet. Kommen wir zum 1. Preis. Der geht an Jonathan Büsching vom Helmholtz-Gymnasium hier in Bonn mit dem Thema Bestimmung der Gravitationskonstante. In seiner Arbeit beschreibt Herr Büsching eine Messung der Gravitationskonstante mittels Drehwaage, wie sie erstmals von Cavendish 1798 durchgeführt wurde. Und gerade am Anfang erläutert er sehr schön die historischen Zusammenhänge und wo das Problem besteht, nämlich diese Naturkonstante ist im Verhältnis zu anderen ziemlich, ziemlich klein und deswegen sind die Fehler leider ziemlich, ziemlich groß. Hat auch schon Cavendish rausgefunden und er musste das dann in seiner Arbeit auch feststellen, also ist er auf den Spuren einiger unserer Großen gewesen. Aber auch wenn dieser Aufbau in vielen Schulen vorhanden ist, so erfordert er doch eine ganze Menge Übung, um eine saubere Messung zu machen und viel experimentelles Geschick, da diese Drehwaage extrem empfindlich auf Störungen reagiert. Auch bei uns in der Vorlesung klappt das nicht jedes Mal wirklich richtig gut. Aber an der Stelle hat natürlich mal Covid-19 ihm einen Vorteil geliefert. Eine so ruhige Schule wird niemand wieder haben. Also nach der Covid-Zeit werden keine so tollen Messungen mehr möglich sein. Ja, dies hat ihm ermöglicht, eine ausführliche und experimentell sehr saubere Messung zu machen. Er konnte die Waage gut justieren und misst dann Amplitude und Schwingungsdauer der Waage, hat noch zusätzlich andere Parameter gemessen. Ganz geschickt macht er das mit einer Videoaufnahme, die er dann Bild für Bild analysiert, also auch die heutigen technischen Möglichkeiten ausnutzend. Das war natürlich bei Cavendish nicht möglich. Und zusammen mit anderen geometrischen Größen leitet er diese Bestimmung der Konstante her und kriegt die Gravitationskonstante mit ca. 5% Abweichung raus. Das klingt jetzt viel, ist aber schon ziemlich gut für ein physikalisches Experiment. Ja, die Signifikanz seiner Arbeit hätte noch ein bisschen gesteigert werden können. Ist jetzt blöd, dass beim 1. Preis noch so eine Kritik kommt, aber ich muss ja als Praktikumsleiter wieder sagen, wenn man eine Messung wiederholt, kann man auch noch ein bisschen mehr über statistische Fehler und so sagen. Ich weiß, das kostet Zeit, ist immer unangenehm, aber für zukünftige Experimente würde ich das doch sehr empfehlen. Nichtsdestotrotz ist das insgesamt eine äußerst gelungene Arbeit und mit viel experimentellem Geschick und theoretischer Kompetenz verknüpft
Und deshalb haben wir uns einstimmig dafür entschieden, diese Arbeit mit dem ersten Platz bei den Hans-Rickel-Fachpreisen in Physik auszuzeichnen. Ja, die drei bitte nochmal auf die Bühne. Und vielleicht für meinen Nachredner, wenn der das in 8 Minuten schafft, haben wir im Durchschnitt 10. Ja, vielen Dank auch Herr Dr. Jung für das Einhalten der Zeit und sogar das Rausholen von ein bisschen Zeit für unsere nächste Laudatio und die letzte, ach, ich muss ja putzen, ach, Moment, ich laufe, die Zeit, jetzt habe ich mich so über die Zeit gefreut und da verschwende ich welche, Moment, so, zack, zack, die eingereichten Arbeiten übrigens seit 2007, die Anzahl liegt bei 1629 Arbeiten, die hier an der Uni Bonn eingereicht worden sind. Und seit 2014 ist auch die Informatik dabei. Und wie Herr Dr. Frank bestimmt gleich erzählen wird, ist auch hier die Bandbreite groß der eingereichten Arbeiten. Ich darf ganz kurz zitieren aus den letzten eingereichten Arbeiten. Also neben Kryptosystemen, GPS, QR-Codes, der Entwicklung eines persönlichen KI-basierten adaptiven Assistenten finden sich auch Arbeiten, die E-Government-Systeme zur Digitalisierung des Entschuldigungsverfahrens entwickeln, Zauberwürfel-Lösungsroboter bauen oder Apps für Schulrallyes entwickeln. Den Rest überlasse ich Ihnen. Herr Dr. Frank, kommen Sie gerne hoch. Ja, vielen Dank. Ganz herzlich willkommen auch nochmal von mir als dem Fachgutachter des Fachs Informatik, dem traditionell dem letzten Redner hier und vielen Dank für die einleitenden Worte. Und wenn ich jetzt das, was ich vorbereitet habe, ja, mich jetzt beziehen würde auf alle Vorredner, dann könnte ich das direkt auf die Seite legen und könnte improvisiert auf alle eingehen. Das versuche ich jetzt mal nicht zu machen. Die Physik nimmt natürlich diese experimentelle Messung ganz exakt genau. Also ich glaube, wir haben schon vor über einer Stunde angefangen mit den Laudationen von den 5 Vorrednern. Ich finde das aber jedes Mal wieder spannend, wenn ich diesen Worten lausche, dann also jetzt hier zusammen mehr als 50 Minuten beim Zuhören von dem jeweiligen Fach und auch den Facharbeiten, dann frage ich mich manchmal immer, wäre nicht ein anderes Fach als Informatik für mich auch sehr interessant gewesen zu studieren und darin zu arbeiten. Genau. Heute, ich versuche mit wenig Umschweife auf den Punkt zu kommen, die 10 Minuten. Tobias, ich hoffe, deine Stoppuhr läuft, auch für mich, sehr gut. So, die Informatik ist zum 8. Mal dabei, das hat der Patrick gerade schon angedeutet. Wir haben 12 spannende Arbeiten in diesem Jahr bekommen und für die Stammgäste, die wirklich über die ganzen Jahre regelmäßig dabei sind, wir hatten im letzten Jahr 14 Arbeiten. Wir hatten auch schon 13, unser Maximum lag bei 15, also für mich gefühlt sind wir jetzt in so einer Phase, das oszilliert so die Anzahl mal per mehr, weniger. Wir sind zu einer gewissen Sättigung angekommen und wir finden diese Situation in unserem Team mit 5 Gutachtern auch eigentlich ganz komfortabel bei dieser Größenordnung Arbeit, weil wir dann auch die Arbeiten jeweils jeder fast extrem gründlich uns anschauen können und dann sehr anregende Diskussionen haben, wenn wir dann die Reihung aufmachen müssen, welche der tollen Arbeiten denn dann auf die Plätze 1, 2 und 3 kommen. Ich sehe schon, man sieht die Preisträgerinnen und Preisträger schon.
Ja, meine Gutachter möchte ich kurz namentlich auch nennen, mit vielen Dank an den Dieter Engbring, Nils Görke, Elmar Langetepe und Michael Nüsken. Und mit dieser komfortablen Begutachtungssituation sage ich mal so, wir sind nicht so wirklich neidisch auf die Biologie mit den ganz vielen Arbeiten, aber auch da sind sicherlich ganz tolle Arbeiten oder die Großzahl ganz toll. Das ist natürlich sehr, sehr schön, das vorhin aus den Laudationen auch zu hören. Genau, die Stichworte, das ist üblich, das mache ich immer gerne, damit der Patrick auch vielleicht nochmal neue Stichworte dazu bekommt. In unseren Arbeiten dieses Jahr waren Stichworte wie künstliche Intelligenz natürlich, KI abgekürzt in aller Munde, dynamische Programmierung, Benfordsches Gesetz, Tobias aufgehorcht, Thoralf meine ich natürlich, Entschuldigung, Smart Home Systeme, die CO2-Überwachung wurde eingangs schon angesprochen, dass das ein Thema dabei ist, das ist in der Informatik heute dabei, Spieleprogrammierung, Schadsoftware und Viren, 3D-Druck, Huffman-Kodierung. Wir haben insgesamt wieder einen ausgewogenen Mix aus theoretisch fokussierten Arbeiten und anwendungsorientierten praktischen Arbeiten. Und wenn ich mir das angucke, dann bin ich eigentlich doch wieder der Meinung, dass ich mit der Informatik an der richtigen Stelle bin, weil ich auch sehe, dass das in den mittlerweile eingereichten Facharbeiten und auch in den Leistungen, die wir von den Schülerinnen und Schülern, die dann zu uns als Studis kommen, sehe, dass es da auch genug Begeisterung von unserem Nachwuchs für die Informatik gibt. Und das finde ich natürlich extrem schön. Wieder noch ein bisschen Statistik, aber nicht komplett. Wir haben die Arbeiten von 5 Schulen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Preis bekommen. Mathematik, im Schnitt wären das 2,4 Arbeiten pro Schule. Da möchte ich sagen, tatsächlich waren es von einer Schule 7 Arbeiten. Man kann, glaube ich, ahnen, welche das ist. Und ich möchte extra mal betonen, dass wir als Gutachterteam uns, natürlich, wir bekommen diese Tabelle, wo die Namen stehen, die Titel, welche Schule, welcher Lehrer. Wir stützen uns natürlich absolut auf die Arbeiten. Ich gehe davon aus, dass es in anderen Fächern auch so ist, aber erklär mal extra, dass wenn wir dann zu 5 unsere Diskussion haben, welches sind die, die wir jetzt preiswürdig sehen von den insgesamt tollen, dann gucken wir in dem Moment nicht mehr, welche Schule ist das oder welcher Lehrer ist das oder ist das männlich oder weiblich. Und das ist das Ergebnis, was dann in diesem Jahr interessanterweise dabei rausgekommen ist. Das führt mich jetzt genau zu den 3 Preisträgerinnen und Preisträgern. Der 3. Preis in Informatik geht an die Annika Petersen mit der Arbeit Das Benfordsche Gesetz, Theorie und Anwendung zur automatisierten Plausibilitätsprüfung von statistischen Datensätzen. Die Informatikfacharbeit von Annika Petersen beschäftigt sich mit einer automatisierten Plausibilitätsprüfung von statistischen Datensätzen auf Grundlage einer Gesetzmäßigkeit nach Benford und Newcomb. Dieses Gesetz beschreibt formal einen empirisch ermittelten bzw. beobachtbaren Zusammenhang bezüglich der Häufigkeit des Auftretens bestimmter Zahlen in statistischen Daten. In Datensätzen, die aus ganz verschiedenen Anwendungsbereichen stammen, wird oft beobachtet, dass die Verteilung der Häufigkeit von Zahlen einer konkret beschreibbaren Gesetzmäßigkeit folgt. Bestimmte Ziffern erscheinen häufiger als andere. Das ist das Besondere bei diesem Gesetz. Als Konsequenz daraus geht es im Wesentlichen darum, die Abweichung der vorliegenden Daten von dieser Benford-Verteilung zu messen und daraus Schlüsse für die Plausibilität der Daten zu gewinnen, beziehungsweise im Falle von Auffälligkeiten beziehungsweise großen Abweichungen weitere Prüfungen einzuleiten. In der Arbeit von Annika Petersen wird diese Prüfungsidee interessanterweise auf den Fall der Rechenschaftsberichte der im Bundestag vertretenen Parteien angewendet und diskutiert. Benfordsches Gesetz, ich denke mal, ich muss zugeben, ich musste selber erstmal nochmal recherchieren und nachlesen, wenn man im Internet sucht, Stichworte sind schlechte Zeiten für Bilanzfälscher oder Nachweis von Wahlfälschungen. Ich glaube, wer mehr verstehen will und wissen will, was das Benfordsche Gesetz ist, der kann im Nachgang gerne mal mit der Annika sprechen oder vielleicht auch Thoralf. Ich denke, als Mathematiker wirst du das sicherlich auch besser erklären können, als ich es wahrscheinlich kann. Die Arbeit von Annika zeichnet sich durch eine klare Struktur aus und ist insgesamt sehr gut lesbar. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ergebnisse und die Vorgehensweise bereits kritisch betrachtet werden und dass daraus entsprechende Schlüsse gezogen und Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden. Die Auswahl der Literatur ist für eine Facharbeit sehr eindrucksvoll. Viele Originalquellen wissenschaftlicher Arbeiten aus unterschiedlichen Bereichen werden zitiert.
Die Arbeit bildet insgesamt eine vollständige, gut strukturierte Einheit von der Beschreibung der Thematik bis zur Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse. Aufgrund dieser insgesamt beeindruckenden Leistung wird die Facharbeit von Annika Petersen mit dem 3. Platz in der Informatik gewürdigt. Herzlichen Glückwunsch. Genau, in der Übersicht ist es schon zu sehen, der zweite Preis der Informatik geht ebenfalls an eine Dame, die Miriam Trebst, mit dem Thema der Arbeit: Wie viel bringt das Lüften wirklich? Entwicklung, Programmierung und automatisierte Auswendung, Wertung eines CO2-Sensors mit Calliope Mini. Im Rahmen ihrer Facharbeit hat Miriam sich mit dem Thema Lüften in Schulen beschäftigt. Ein in Zeiten von Corona aktuell war und ist immer noch sehr umstrittenes Thema. Im Titel der Arbeit wird bereits die maßgebliche Frage gestellt: Wie viel bringt das Lüften wirklich? Um diese Frage im Rahmen ihrer Facharbeit experimentell zu beantworten, hat Frau Trebst aus einem CO2-Sensor und einem Mikrocontroller, dem sogenannten Calliope Mini, eine CO2-Ampel aufgebaut und diese an einen Laptop zur weiteren Datenverarbeitung und Auswertung mit grafischer Darstellung angebunden. Die vorgelegte Ausarbeitung beschreibt in sehr gut verständlicher Weise und guter Struktur die Idee und Motivation des Projektes. Das Gutachtergremium hat besonders beeindruckt, dass Frau Trebst sich neben dem Aufbau des Systems zielgerichtet infolge der eingangs gestellten Frage der Sinnhaftigkeit des Lüftens im zweiten Teil der Facharbeit mit der Durchführung verschiedener Messreihen in unterschiedlichen Szenarien und der anschließenden ausführlichen und kritischen Interpretation beschäftigt. Also hier kommt mir sofort gleich die Erinnerung Physik und Experimente, Messungen auch direkt. Das ist in der Arbeit ganz hervorragend realisiert. Und im Fazit wird diese Frage dann auch mit einem Nein beantwortet. Also das bisherige Lüftungssystem reicht nicht aus. Diese Arbeit hat uns auch insbesondere beeindruckt, weil es ein ganz tolles Beispiel für eine anwendungsorientierte praktische Arbeit in der Informatik ist. Aufgrund dieser insgesamt beeindruckenden Leistung in Kombination von Theorie und Praxis wird diese Facharbeit von Miriam Trebst mit dem Platz 2 in der Informatik gewürdigt. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zu unserem ersten Platz in der Informatik. Der Marius Wrobel hat eine Arbeit eingereicht: Vergleich unterschiedlicher KI-Strategien zur Ziffernerkennung. Die Informatik-Facharbeit von Marius Wrobel stellt eine anspruchsvolle Arbeit aus dem Bereich des maschinellen Lernens dar, also KI, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Herr Wrobel vergleicht hier mehrere aktuelle Ansätze, die KI-Strategien, indem er diese implementiert und verwendet und dann bezüglich einer Testanwendung evaluiert. Als Testanwendung hat er die Erkennung von Ziffern gewählt. Die 5 für den Vergleich ausgewählten Ansätze sind aktuell eingesetzte Verfahren des maschinellen Lernens, die sich bezüglich Komplexität und zugrunde liegender Philosophie unterscheiden. In seinem Kapitel 3 werden diese Ansätze motiviert und gekonnt beschrieben. Die Fokussierung bei der Auswertung auf die wesentlichen Aspekte ist Herrn Wrobel sehr gut gelungen. Die Arbeit von Marius Wrobel zeigt eindrucksvoll, wie ein durchaus anspruchsvolles Thema wissenschaftlich sauber behandelt werden kann. Die von den einzelnen Verfahren erreichten Ergebnisse werden in Grafiken präsentiert und bezüglich verschiedener Kriterien miteinander verglichen. Das Fazit, welches er aus dem Testszenario zieht, kann mit Einschätzungen von professionellen Vergleichen aus dem Bereich des maschinellen Lernens mithalten. Einen ähnlichen Aspekt der Qualität solcher Facharbeiten haben wir eben bei einem der anderen Fächer oder bei mehreren anderen Fächern ja auch schon gehört. Und aufgrund dieser sehr beeindruckenden Leistung wird die Facharbeit von Marius Wrobel von uns sehr gerne mit dem 1. Platz in der Informatik gewürdigt. Herzlichen Glückwunsch. An der Stelle darf ich dann bitte unsere 2 Preisträgerinnen und den einen Preisträger auf die Bühne bitten, noch mal mit der Nennung der Schulen und der Fachlehrer. Es ist 3-mal das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Ganz besonders herzlichen Glückwunsch an die Schule. Die Annika Petersen für den Platz 3 mit dem Benfordschen Gesetz. Die Miriam Trebst, wie viel bringt das Lüften wirklich?
Der Fachlehrer von Annika ist der Herr Dahmen, der Fachlehrer der Miriam ist Herr van den Boom und Platz 1 Marius Wrobel mit den KI-Strategien zur Ziffernerkennung, ebenfalls Fachlehrer Herr Dahmen. An der Stelle dann auch herzlichen Glückwunsch an Herrn Dahmen für die 2 Plätze in der Informatik und Herrn van den Boom für den einen Platz 2. Vielen, vielen Dank. So, ich versuche mich jetzt mal auf einer Stelle hinzustellen, damit ihr auch mal vielleicht das Gesicht dahinter noch mal sehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Wir sind mit der Preisverleihung soweit durch. Ihr habt die Trophäen, die Anerkennung bekommen, zu Recht. Und Herr Dr. Frank hat darauf hingewiesen, auch die beteiligten Schulen haben natürlich Preise bekommen. Die Schule der jeweils Erstplatzierten hat einen Schulpreis bekommen, der jetzt schon im Vorfeld vergeben wurde. Also, neben den herzlichen Glückwünschen an euch natürlich auch die Glückwünsche an die betreuenden Lehrerinnen und Lehrer, an die beteiligten Schulen, an die Eltern, Freunde, Bekannte, die das alles unterstützt haben. Ein großes, großes Dankeschön an alle Gutachterinnen und Gutachter, anwesend oder im Vorfeld beteiligt. Ohne sie, ohne ihr Engagement würden die Hans-Riegel-Fachpreise nicht so sein, wie sie sind. Vielen Dank auch natürlich an die Hans-Riegel-Stiftung, an Herrn Dr. Schneider, an Professorin Hensler. Sie sind, sehe ich jetzt hier gerade auch noch. Also auch Ihnen herzlichen Dank. Ohne Ihre Unterstützung würde das alles nicht funktionieren. Natürlich auch ohne die Unterstützung der Uni Bonn nicht. Ich richte den Dank jetzt erstmal an Sie, Herr Professor Sandmann, stellvertretend natürlich. Dank geht auch raus an das Organisationsteam, das hier die Fachpreise wie jedes Jahr, glaube ich, sehr schön organisiert. Andrea Grugel, Nicole Klähn und alle anderen auf der Bühne, vor der Bühne, unten im Arkadenhof. Ich glaube, wir können sagen, es war mal wieder eine schöne Veranstaltung. Vielleicht einen Applaus für alle. Grüßen möchte ich auch noch ganz kurz alle, die im Livestream zugeschaltet sind, Freunde, Bekannte, Interessierte, die eingeschaltet haben und die ganze Veranstaltung hier verfolgt haben. Auch an Sie, euch schöne Grüße, schön, dass Sie dabei waren. Bevor wir jetzt gleich die Veranstaltung schließen und noch Gruppenfotos machen mit den Preisträgerinnen, den Vertretern der Stiftung etc., ich führe Sie da nochmal durch, glaube ich, können wir uns zum Abschluss zur Feier nochmal einen Song von unserer Lieblingsband wünschen, Good Habit. Einen Riesenapplaus nochmal für die Band. Applaus